Ja, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 18 The Journey Hunter Returns. Wir sind nun bei LA Galaxy und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league, Jovinko, Dos Santos, Zardes, but now you have Alex Hunter coming in. Ja, man merkt den großen Hype für Alex Hunter. Willkommen in LA. Neue Welt, Kapitel 3. Ja? Du bist Alex Hunter. Ich gebe nachher Autogramme. Komm später wieder. Ist schon okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Ja, alles gut. Komm jetzt. Showtime. Alex Hunter? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Hör auf, wow. Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game though. Ja? Have fun. Danke. Wir sehen uns nachher. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex, ich wollte dir nur sagen, also ich bin stolz auf dich, dass du eingesprungen bist. Begrüßen wir nun den neuesten Spieler der LA Galaxy, Alex Hunter. Los geht's. Zeig ihnen, wie es geht. Okay. Kleines Show-Presentation, oder wie?
Ja, willkommen in der MLS bei LA Galaxy. So. Bam. Und jetzt hier schön in den Winkel. Aber man merkt schon, die Crowd, die ist gehypt auf uns. Sie denken auch, so ein Jungspund kommt in die MLS, aber es war für uns keine andere Möglichkeit. Aber ich finde es nicht schlimm. Jawohl. Und wir lernen noch ein bisschen Amerika kennen. Und damit haben wir auch unseren ersten Transfer vollzogen. Ne? In die MLS. Natürlich nicht so ein hohes Niveau wie die Premier League, aber ja, so ist es halt. Aber eine coole Präsentation. Was alles passiert ist. Oh, Vertrag. 10.000 Euro Wochengehalt. Eieiei. 2.600 Euro Dollar Start. Startelf 650 Euro Pfund. Vereinsziel 65.000 und Pokalerfolg 26.000 Dollar. Ja. Willkommen in der MLS. Kann man so viel sagen. Und hier werden die Aufgaben nicht reden. Neuer Look. Absolviere eine Partie mit einer neuen Frisur. Erreiche mit den LA Galaxies die MLS Cup Playoffs. Ja, ich will nur mal sagen, wir belassen es hier mal. Lassen wir das mal erstmal sacken. Alexander ist nun Spieler der MLS. Kann man so viel sagen. Und damit wir das Aussehen mal machen, nutzen wir mal eine andere Frisur. Nutzen wir das mal einmal. Dann ist auch gut. Obwohl, momentan. Bleiben wir noch bei unserer alten Frisur. Und wechseln dann vorm Spiel dann die Frisur einfach mal. Und ich würde mal sagen, wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge wieder bei The Journey. Jetzt also. Wir gucken noch, was hat. Bleib und kämpf. Kein Grund, das Land zu wechseln. Nee, hat mir nichts gebracht. Hätte nicht gedacht, dass ich nur so schnell wieder in LA sein kann. Aber es ist toll, hier zu sein. Kann Miss Alex die Wende bei LA Galaxy schaffen? Wir werden es herausfinden. Gareth Walker. Ist dir die Premier League zu schwer, Mr. Hunter? Ich werde dich vermissen, Mr. Hunter, aber ich weiß, dass du bei den LA Galaxies große Erfolge feiern wirst. Ja, Kopf hoch, Alex Hunter. Michael ist zwar weg vom Fenster, aber deine Familie ist immer für dich da. Du hast das letzte Mal... Du hast Michael also gefeuert, Mr. Hunter. Dann bin ich wohl der Letzte, der bei ihm unter Vertrag steht. Ja. Das ist richtig. Moment, was hat mein Kumpel geschrieben? Mit deinem Abschied bin ich zwar nicht einverstanden, Mr. Hunter, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Danke. Bruder. Und ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.